Thank you.
Thank you.
War, bin ich mit meinen Eltern nach Pompeji gefahren. Meine erste Reaktion war Staunen darüber, dass ich durch die Straßen einer antiken Stadt ging. Aber dann hatte ich plötzlich Angst. Mir wurde klar, dass ich in einem echten Ort war, in dem einst echte Menschen lebten. Menschen wie ich, mit Müttern und Vätern und Hoffnungen und Träumen. Und jetzt waren sie für immer verschwunden. Ich bin weinend zu meinem Vater gerannt und habe ihm von meiner Angst erzählt. Und er sagte, ich erinnere mich so deutlich, er sagte, du hast recht. Aber trotzdem sind wir hier. Solange Menschen kommen und diese Straßen begehen, ist die Vergangenheit nicht wirklich vergessen. Thank you.
Freue dich, mein Kind, denn du hast deine Aufgaben in diesem Reich erfüllt. Du hast all seine Wächter besiegt und all seine Rätsel gelöst. Und somit ernenne ich dich zum Herrscher dieses Reiches. Und du darfst damit verfahren, wie es dir gefällt. Du hast dich als würdig erwiesen, mein Kind. Und dieses Tor soll dir nun auf ewig geöffnet bleiben. Suche nun die anderen Welten, die ich dir gegeben habe, als dass du noch größere Herrschaft erlangen und deiner Art Ehre erweisen mögest. Aber vergiss nicht, den großen Turm darfst du nicht besteigen, denn dieser wird dir nur Tod und das Ende deiner Linie bringen. Ein neues Reich liegt vor dir, mein Kind. Wisse, dass dies ein Land des Todes ist, das aber auch große Schönheit besitzt. Wenn du inmitten dieser Gräber wandelst, denke an all diejenigen, die vor dir diesen Pfad beschritten haben und wie sie dem höheren Zweck dienten, von dem auch du ein Teil bist.